Szenenapplaus der Fans zum Auftakttraining in der Nebenhalle der SAP Arena. Die Adler Mannheim endlich wieder zurück auf dem Eis. Mittendrin Marcel Gotsch. Der 39-Jährige ist einer von wenigen aus dem letztjährigen Trainerteam, der auch heute noch an der Bande sitzt. Ich glaube, jeder hat auf den Moment jetzt gewartet. Ja, die Sommerpause ist immer eigentlich schnell vorbei, aber dann freut man sich doch, wenn es endlich wieder losgeht. Und dass für uns nur Sommer und Winter gibt als Eishockeyspieler, sind wir froh, dass der Winter für uns jetzt wieder angefangen hat. Insgesamt 12 Neuzugänge sollen die Adler in diesem Winter wieder auf Meisterschaftskurs führen. Und dieser Mann weiß genau, wie die Hand an einen Pokal kommt. Stürmer Tom Kühnhackl, der Adler-Königstransfer. Er gewann schon zweimal die NHL in den USA und hat heute endlich sein neues Team auf dem Eis kennengelernt. Ich glaube, wenn du jetzt die Mannschaft anschaust, von hinten bis vorne sind wir top besetzt. Wir haben sehr, sehr gute Tiefe. Auch wenn wir Verletzungen haben sollten, glaube ich, haben wir Spieler, die da sehr, sehr gut einspringen können und ihren Job erledigen können. Und ich glaube, wenn man die Mannschaft jetzt so anschaut, dann müssen unsere Erwartungen sehr, sehr hoch sein und dass wir am Ende der Saison ganz, ganz oben stehen. Zuletzt standen die Adler 2019 ganz oben. Über 4 Jahre ist der letzte Titel her und für das nächste Meisterstück haben die Mannheimer einen radikalen Umbruch gewagt. Dem Dutzend Neuzugängen stehen gleich 18 Abgänge gegenüber. Dazu mit dem Schweden Johan Lundskog ein neuer Chefcoach. Marcel Gotsch setzt auf den Kühnhackl-Effekt. Ich denke, er macht viele Dinge, die man vielleicht am Anfang oder die nicht immer so fancy sind. Aber solche Spieler hat man gerne in der Mannschaft, mit den Jungs spielt man gern, weil man weiß, dass er auf die Verlass ist. Das hat er jahrelang drüben in der NHL gezeigt. Und wir hoffen, dass er die Leistung und die Erfahrung genauso hier mitbringt, zeigt, aber auch an die anderen Spieler weitergibt. Leistung zeigt Tom Kühnhackl schon heute beim Trainingsauftakt. Insgesamt präsentieren sich die Adler spritzig, schnell, sicher im Abschluss. Lundskog schwört seine Jungs immer wieder taktisch auf die neue Saison ein. Endlich ist es wieder soweit. Gott sei Dank ist es endlich soweit und wir freuen uns riesig. Weil nach so vielen Jahren, wo ich jetzt schon zum Eishockey gehe, freue ich mich jedes Jahr auf eine neue Saison. Super Gefühl, mal wieder hier zu sein. Ja. Ich freue mich schon riesig drauf, habe auch die Dauerkarte schon lange mir geholt und ja, ich freue mich riesig drauf. Wir haben gestern zu Hause, weil im Fernsehen nichts anderes kam, unser Finalspiel von 2019 angeguckt. Es war einfach super. Wir wollten uns wieder einstimmen auf Eishockey, weil uns das einfach gefehlt hat die ganze Zeit. Große Euphorie auf der Tribüne, noch größere auf dem Eis, bald schon im Hexenkessel SAP Arena spielen zu können. Ja, ich freue mich riesig drauf. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten paar Wochen, dass wir die Vorbereitung so gut wie möglich runterziehen. Und dann, wir freuen uns auf das erste Heimspiel, dass wir endlich vor unserer Kulisse wieder spielen können. Mitte September startet die neue DEL-Saison. Schon Ende August treten die Adler allerdings in der Champions Hockey League an. Mit Vollgas und Torhunger, damit diese Fans auch in den kommenden Monaten jubeln können.